Kann ich, wenn ich im Vorruhestand bin, auch die 3.000 € Inflationsausgleichsprämie erhalten? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe auch hier wieder eine interessante Anfrage erhalten. Ich bin seit Juli 2022 Vorruheständlerin, beschäftigt bei einer großen deutschen Bank und habe im Dezember 2022 keinen Inflationsausgleich erhalten. Meine Kollegen, die aktiv im Beschäftigungsverhältnis sind, haben im Dezember 2022 einen Inflationsausgleich in Höhe von 1.500 € erhalten. Wie ist die rechtliche Situation? Ja, liebe Anfragende und liebe YouTuberin von Rentenbescheid24.de. Die Rechtslage ist gar nicht so einfach. Also im Grundsatz müssen wir erstmal sagen, dass das Gesetz, Paragraph 3, Ziffer 12c, erstmal dem Grunde nach vorsieht, dass Beschäftigte, die den Arbeitnehmerbegriff im steuerrechtlichen Sinne erfüllen, Anspruch auf diese oder generell Anspruch auf diese IEP dem Grunde nach haben können. Also da fallen auch Beziehende von Vorruhestandsgeld mit rein. Jetzt ist es aber so, meine Damen und Herren, dass die Regelung zur Zahlung durch den Arbeitgeber eine freiwillige Leistung ist. Das heißt also, es gibt per se keinen Rechtsanspruch darauf, dass Sie eventuell hier diese Leistung freiwillig erhalten haben oder erhalten können. Regelungen, die den Bezug dieses Inflationsausgleichsgeldes oder dieser Inflationsausgleichsprämie bei bestehenden oder laufenden Arbeitsverhältnissen vornehmen, können getroffen werden durch eine Betriebsvereinbarung, durch einen Tarifvertrag oder aber durch freiwillige Entscheidung des Arbeitgebers. Und in Ihrem Fall kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Ihr Arbeitgeber möglicherweise aufgrund eines Tarifvertrages Ihren Beschäftigten und ihren Kollegen, die in einem laufenden, bestehenden Arbeitsverhältnis sind, hier die Zahlung geleistet hat. Aber das wiederum hat nichts damit zu tun, dass im Grunde genommen Vorruhestandsbezieher oder Vorruhestandsgeldbezieher auch diese Leistung bekommen können, sondern es ist eine rein arbeitsrechtliche Regelung, die möglicherweise der Arbeitgeber mit den Gewerkschaften hier getroffen hat. Es kann aber auch sein, dass es eine Betriebsvereinbarung gegeben hat innerhalb Ihres Bankhauses, sodass hier geregelt wurde, dass diese Zahlungsleistung, die 1.500 € nur bei laufenden Arbeitsverhältnissen ausgezahlt wird. Das heißt also, ruhende Arbeitsverhältnisse hiervon möglicherweise ausgeschlossen sind. Das ist möglicherweise bei Ihnen das Problem und deshalb kann ich hier nur empfehlen, bitte schauen Sie in die entsprechenden Tarifverträge rein, wenn es welche gibt. Lassen Sie sich die Betriebsvereinbarungen geben. Sprechen Sie bitte, wenn noch für Sie zuständig, mit dem Betriebsrat und fragen an, warum Sie die 1.500 € Inflationsausgleichsprämie nicht erhalten haben. Laut Gesetz würden Sie unter den steuerrechtlichen Arbeitnehmerbegriff fallen als Vorruhestandsgeldbezieher, aber nochmal, die bis zu 3.000 € Inflationsausgleichsprämie ist eine reine freiwillige Leistung des Arbeitgebers. Er kann nur zu einem Zwang durchgeführt werden oder er kann nur zur Zahlung gezwungen werden, wenn er aufgrund von Tarifvereinbarungen oder Betriebsvereinbarungen hier entsprechende Regelungen mit den Betriebsvertretungen getroffen hat. Ansonsten ist eine Zahlung so nicht möglich. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.